Ja, guten Nachmittag miteinander. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hatte vor 6 Jahren schon mal die Gelegenheit, an der IT-Beschaffungskonferenz zu reden. Damals ging es noch um das revidierte um die Revision selbst. Das war kurz nach der Vernehmlassung, die wir durchgeführt haben. Und ich freue mich sehr, dass in der Zwischenzeit in Sachen Nachhaltigkeit, ich kann wirklich sagen, sehr viel gegangen ist und man die Revision aus dieser Sicht als ein voller Erfolg bezeichnen kann, wie Marc Steiner das heute Morgen schon gesagt hat. Das Thema meiner Präsentation ist nachhaltig beschaffen von und miteinander lernen. Dann werden wir zuerst noch einen kurzen Rückblick, auch im Zusammenhang mit dem heutigen Morgen, so in Anführungszeichen neues Böb, neues Glück, den Rechtsvergleich von Matthias Hauser und seinen Mitarbeiterinnen und Circular Fair ICT Pact. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Es ist jedenfalls ein ganz neues Projekt, auch auf Ebene der UNO. Und am Schluss haben wir hoffentlich noch Zeit für Fragen. Und wenn Sie halt sonst eine Frage haben, können Sie die auch gern zwischendurch stellen. Heute Morgen schon gehört, im Fokus der neuen Vergabekultur sind neu der Qualitätswettbewerb, Innovationen und ein ganz wichtiger Pfeiler ist die Nachhaltigkeit. Das ist neu sogar im Zweckartikel festgelegt und wie wir alle wissen, ist außer im Zweckartikel und bei den Teilnahmebedingungen eigentlich nichts Verbindliches, was die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten betrifft. Aber um das trotzdem voranzutreiben, hat die Bundesverwaltung auch in Zusammenarbeit mit den Kantonen zum Teil in den letzten 2 Jahren schon diverse Umsetzungsinstrumente und Hilfsmittel erarbeitet. Diese stehen auch schon zur Verfügung. Marc Steiner hat es heute Morgen schon gesagt. Einerseits die Empfehlungen nachhaltige Beschaffungen, aber noch vorher, nämlich noch bevor die Revision abgeschlossen wurde, hat die BKB damals Leitsätze für die nachhaltige Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen verabschiedet, die dann eigentlich wegweisend waren und sind für die weiteren Instrumente, die wir auch auf Ebene der Fachgruppe Nachhaltigkeit bei der BKB erarbeiten. Die Empfehlungen, die im Juni verabschiedet wurden und dann vielleicht noch ein Hinweis auf die Relevanzmatrix. Das ist eine Orientierungshilfe für Beschaffungsstellen und Bedarfsstellen, wo sie für 16 verschiedene Warengruppen eruieren können, wo sind die ökologischen und sozialen Hotspots beim Beschaffen. Mein Kollege Kaspar Gackeler hat die Relevanzmatrix letztes Jahr vorgestellt. Vielleicht haben einige von Ihnen sie auch schon näher angeschaut. Und dann nicht zuletzt auch die ebenfalls schon heute Morgen erwähnte Beschaffungsstrategie der Bundesverwaltung, die im Oktober letzten Jahres verabschiedet wurde. Und da geht es in erster Linie darum, das neue Recht umzusetzen, und zwar bis 2030. Und wie erwähnt, nachhaltige Beschaffungen als einer der wichtigen Pfeiler. Und da freut es mich ganz besonders, dass es eben die Regel hat, und der Bundesrat hat sich zum Ziel gesetzt, dass nachhaltigkeitsorientierte Vergabekriterien in der Regel angewendet werden. Selbstverständlich ist im Einzelfall zu prüfen, ob sie geeignet sind oder nicht, aber das Ziel ist, Nachhaltigkeitskriterien werden angewandt. Die BKB hat in diesem Zusammenhang dann auch ihre Empfehlungen von früher überarbeitet. Also da ist erfreulich zum einen, dass ökologische Teilnahmebedingungen neu ja schon im Gesetz festgelegt sind. Früher wurde in den BKB-Empfehlungen noch davon abgeraten, weil es eben die gesetzliche Grundlage noch nicht hatte. Neu wird das gemacht. Dann generell die Empfehlungen, ökologische, technische Spezifikationen einzubeziehen, auch bei den Zuschlagskriterien und auch im Rahmen der Zuschlagskriterien soziale Aspekte mit zu berücksichtigen. Noch wird in der BKB eher davon abgeraten, soziale Anforderungen in Form von technischen Spezifikationen, die sich eben nicht direkt physisch im Produkt selber oder im Beschaffungsgegenstand auszeichnen, anzuwenden. Und dann gibt es auch Empfehlungen zu Nachweisen. Welche Nachweise sind
zu verlangen. Da haben wir ja im BÖB heute wirklich sehr viele Freiheiten. Die Vergabestelle bestimmt selbst, welche Nachweise sie verlangt und zu welchem Zeitpunkt diese einzuverlangen sind. Da habe ich vielleicht noch einen Hinweis. Ich konnte letztes Jahr während meiner Tätigkeit bei Wolderwies konnte ich mit Pandora Notter ein Gutachten zur Berücksichtigung von Sozialkriterien machen. Und ein wichtiger Teil dieses Gutachtens war eben auch, welche Nachweise sind zu verlangen und wie kann die Vergabestelle dabei vorgehen. Und ich würde sagen, viele Erkenntnisse aus diesem Gutachten sind in die BKB-Empfehlungen eingeflossen. Das zum Stand heute und dann um die Frage nochmals zu beantworten, neues BÖB, neues Glück. Aus meiner Sicht oder aus Nachhaltigkeitssicht würde ich sagen, ganz klar. Wie es dann in der Praxis umgesetzt wird oder wie sich dann diese neue Vergabekultur auch etablieren und entwickeln wird, das ist eine andere Frage. Aber ich denke, es sind alle motiviert, alle haben gemerkt, es weht ein neuer Wind seit der Revision, ganz klar. Und wir sind zuversichtlich, dass das gut kommt, aber eben Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Viele Fragen sind zum Beispiel auch noch offen, also im Zusammenhang mit den ökologischen Teilnahmebedingungen, da stellen wir uns im BAFU vor allem die Frage, ja, wie soll denn eine Vergabestelle prüfen können, ob Umweltschutzbedingungen im Ausland eingehalten werden oder das Umweltrecht. Es fehlt am fachlichen Know-how und es fehlt meistens auch noch an den Kapazitäten, um das zu machen. Und wir suchen nach Lösungen. Wir erarbeiten auch im Rahmen der Fachgruppe Nachhaltigkeit bei der BKB zurzeit eine Selbstdeklaration, eine erweiterte Selbstdeklaration, bei der es darum geht, die Teilnahmebedingungen bei ausländischen Leistungen dann festzulegen, weil, wie wir wissen und heute von Marc schon gehört haben, kann man ja neu bei Auslandbeschaffungen über die ILO-Kernübereinkommen hinausgehen. Und da kann ich vielleicht vorwegnehmen, ich denke, Marc, dass wir die Anliegen des Parlaments und auch von Herrn Landolt im Rahmen der Fachgruppe und dann schließlich in der Umsetzung einigermaßen oder doch zufriedenstellen können. Also auch da bin ich zuversichtlich. Auch wenn die gesetzliche Grundlage in der FÖB nicht dem entspricht, was das Parlament ursprünglich anscheinend erwartet hat. Aber es gibt eben immer noch viel zu tun und viel zu lernen. Und weil in der EU das GPA schon viel länger umgesetzt wurde, die Vergaberichtlinien sind seit 2014 in Kraft. Sie mussten bis 2016 umgesetzt werden. In den einzelnen Ländern, da hat sich das BAFU gedacht, warum nicht ein Blick in die EU, damit wir Fragen oder mögliche Hinweise finden, wie wir unser Recht auch in der Schweiz umsetzen können. Hier noch zum Thema voneinander lernen, eben schauen, wie macht man in der EU, da hat man mittlerweile doch eben seit 5 Jahren Erfahrungen und im Gegensatz zu BÖB und der weitgehend identischen IFÖB sind die Vergaberichtlinien in der EU ja sehr viel detaillierter. Also, es kann für Schweizer Vergabestellen und auch für Juristen ist es oft ein Gewinn, wenn man noch einen Blick in die Vergaberichtlinien wirft und schaut, wie es da geregelt wurde. Das BAFU hat deshalb schon im Jahr 2020 ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, wo es eben darum ging, die Vergaberichtlinien und die Regelungen des revidierten BÖB, also damals vor allem das BÖB, aber auch anwendbar im Prinzip auf die IFÖB, die zu vergleichen und dann vor allem Handlungsspielräume aufzuzeigen in Bezug auf die nachhaltige Beschaffung. Dabei sollte vor allem auch die Rechtsprechung des EuGH noch berücksichtigt werden und das übergeordnete Ziel war einfach, wir haben es heute schon mal gehört, es braucht Mut, manchmal auch Neues zu machen, vor allem wenn man neue Rechtsgrundlagen hat, die zum Teil doch massive Änderungen mit sich bringen, hilft es, wenn man dann sich auf rechtliche
Gutachten stützen kann, die vielleicht den Vergabestellen den Mut machen, diese Kriterien auch zu verwenden und dort halt ja, ab und zu etwas zu machen, was sie so bis jetzt noch nicht getan haben und das Vertrauen eben in die Kriterien zu stärken. Der Auftrag hat die Nachhaltigkeit zum Inhalt, aber primär die soziale und die ökologische, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit nur zu dem Teil, wo eben die Themen Lebenszykluskosten und Innovation auch ökologische und soziale Aspekte betreffen. Nicht Inhalt des Gegenstands war die Korruptionsbekämpfung. Das Thema wäre ein Thema für sich und man könnte auch darüber noch ein Gutachten schreiben. Das Ergebnis ist ein umfangreiches Gutachten von mehr als 150 Seiten. Die Verfasser sind Matthias Hauser, Rechtsanwalt in Zürich unter Mitarbeit von Reka Biscotti und Chiara Skirl. Das Gesamtgutachten ist vor allem für Juristen eine sehr gute Lektüre, aber selbstverständlich auch für alle anderen Interessierten. Und wer mag, kann auch die Zusammenfassungen in drei verschiedenen Sprachen dann lesen. Also wem das Gesamtgutachten zu lang ist oder zu ausführlich, dem empfehle ich die Zusammenfassungen. Zudem gibt es noch eine Vergleichstabelle der relevanten Bestimmungen, die Sie untersucht haben, Regelungen im BÖB, Regelungen in der EU. Und das Gutachten wird in Kürze, also wir haben gerade gestern die BAFU-interne Publikationsgenehmigung erhalten, das Gutachten wird in Kürze publiziert sein. Wie gesagt, das Ergebnis äußerst erfreulich, vor allem für uns auch von der ökologischen Beschaffung. Die Autoren haben sehr viel Spielraum entdeckt beim Einbezug sozialer Aspekte. Also hier, wo ich vorhin gesagt habe, dass man seitens BKB oder aktuell in der Bundesverwaltung noch zu Zurückhaltung rät, wenn es darum geht, soziale, technische Spezifikationen, die eben nicht das Produkt selbst, sondern dessen Herstellung betreffen, da sehen die Autoren durchaus Spielraum und dass man halt das auch mal wagen würde zu machen. Auch beim Thema Lebenszykluskosten und dann haben sie verschiedene Empfehlungen gemacht für die Überprüfung der Einhaltung der Teilnahmebedingungen und auch die Kontrolle. Also konkret geht es da um Nachweise in Form von Zertifikaten oder Labels. Hier noch eine kleine Zusammenfassung dieser primären Erkenntnisse. Es sind nicht die einzigen, es hat sehr viele Erkenntnisse. Also grundsätzlich, man geht von einem sehr weiten Verständnis des erforderlichen Sachzusammenhangs zwischen Kriterien, also Vergabekriterien und Leistung aus. Und dann eben für mich die wirklich erfreuliche Nachricht ist eben, dass die herstellungsbezogenen sozialen Anforderungen in Form von technischen Spezifikationen auch möglich sein sollte. Da vielleicht noch ein Disclaimer, ein Urteil dazu fehlt in der Schweiz noch. Also das wurde gerichtlich noch nicht geklärt. Mehr Spielraum sehen die Verfasser auch, wenn es um die Berücksichtigung der allgemeinen Unternehmenspolicy geht. Also das, wie verhält sich das für Unternehmen allgemein, aber eben nicht außerhalb des Gegenstands, auch da des Beschaffungsgegenstands, auch da braucht es weiterhin den Sachzusammenhang. Und insbesondere wenn Herstellungsbedingungen sich unschwer vom allgemeinen Unternehmensverhalten trennen lassen, dann sehen Sie dort durchaus Möglichkeiten zur Berücksichtigung, beispielsweise von Fairtrade-Anforderungen. Also wenn es um menschenwürdige, faire Arbeitsbedingungen geht oder eben die Beachtung der Menschenrechte allgemein. Nicht empfohlen wurde uns beispielsweise zu verlangen, dass eben das allgemeine Verhalten des Unternehmens im Zusammenhang mit der Umwelt, also Umweltmanagement-Zertifikate, wenn es nicht um einen besonders ökologisch sensitiven Auftrag geht, das soll weiterhin eigentlich nicht verlangt werden. Das war eine Empfehlung des Gutachtens, die für uns von Interesse war.
Die Frage ist dann eben auch immer, wie wird überprüft, ob die einzelnen geforderten Merkmale dann auch eingehalten werden. Da eignen sich, wie auch in den BKB-Empfehlungen, schon vermerkt Zertifizierungen. Das EU-Recht hat diesbezüglich und auch im Zusammenhang im Gegensatz zum BÖB eine sehr ausführliche Regelung. Grundsätzlich geht es darum, dass diese Zertifikate können die Arbeit der Vergabestellen erleichtern. Ganz klar, ebenso auch der Einsatz von Labels. Und in der Bundesverwaltung ist es mittlerweile Standard, jedenfalls wenn Stefan Zweili, von dem Sie heute Morgen auch schon gehört haben, vom BIT, wenn der beschafft, also er verlangt das TCO-Label. Und ein Vorteil bei diesem TCO-Label oder der Zertifikat ist eben auch, da kann man sogar noch schauen, wie viel Recyclingplastik zum Teil in den Produkten ist. Also aus ökologischer Sicht sehr interessant. Und auch Labels sind eine gute Möglichkeit, um zu überprüfen, ob eine Leistung dem entspricht, was man fordert. Also hier ist für uns besonders interessant, bislang war es ja so oder ist es so, dass man das Label selbst in der Schweiz nicht verlangen kann oder soll. Das BÖB enthält keine Regelung dazu. In der EU ist es so, dass neu geregelt ist, dass die Vergabestelle eben nur das Label verlangen kann und nicht die Anforderungen dessen. Und Herr Hauser sieht dort eine Möglichkeit für uns, wo wir unsere Arbeit oder wo die Beschaffungsstellen ihre Arbeit massiv erleichtern könnten, wenn das so gehandhabt würde. Er sieht es als Stärkung des Instrumentariums für die nachhaltige Beschaffung. Und selbstverständlich muss man Labels auch wie Zertifikate halt immer im Zielkonflikt mit dem Aspekt der Innovation und KMU-Freundlichkeit sehen. Je nachdem, nicht jedes Unternehmen ist zertifiziert, beispielsweise auch ein ESA 8000 Standard. Also da gilt es seitens Vergabestelle weiterhin abzuwägen. Und in der Schweiz ist das ja auch so, also auch in der EU, gleichwertige Nachweise sind weiterhin zuzulassen. Da mache ich jetzt ein wenig schneller. Ein sehr gut beleuchteter Teil des Gutachtens sind die Lebenszykluskosten. Die sind bei uns nur im Gesetz mal als Zuschlagskriterium erwähnt, keine weiteren Regelungen. In der EU ist der Lebenszyklus selbst geregelt. Es wird auch zu den Berechnungsmethoden gibt es ausführliche Regelungen. Und seitens BAFU und BKB-Fachgruppe Nachhaltigkeit sind wir nun dran, ein Faktenblatt zur Berechnung der Lebenskosten zu machen, auch um den Vergabestellen ihre Arbeit zu erleichtern. Und hier noch wichtig zu erwähnen, ist eben, neu können auch in der Schweiz wie in der EU Externalitäten internalisiert werden, also die externen Umweltkosten. Innovation, ebenfalls ein Thema des Gutachtens. Hier haben wir nicht sehr viele Erkenntnisse gehalten, es war auch nicht ein Hauptthema. Dort hat es weiterhin Entwicklungsbedarf und Potenzial, aber ich würde auch sagen, auf Ebene der EU. Und die Gutachter oder die Verfasser haben mehr Potenzial für Entwicklungen, für Innovationen gefunden, eigentlich nicht durch das Zuschlagskriterium Innovationsgehalt, weil das einfach sehr unbestimmt ist, sondern halt indem man andere Zuschlagskriterien oder vielleicht funktionale Ausschreibungen veranstaltet, Wettbewerbe, Studienaufträge oder auch einen Dialog führt. Das Gutachten wird, wie erwähnt, in Kürze auf der Webseite des BAFU aufgeführt werden, aber auch auf der WÖB, die zentrale Plattform von Bund, Kantonen und Gemeinden für die nachhaltige Beschaffung. Die WÖB ist eine Plattform, die kontinuierlich ausgebaut wird, also Sie sind auch herzlich eingeladen, wenn Sie Dokumente haben, die Sie finden, die sind von Interesse für andere Vergabestellen oder Interessierte, dann können Sie die an info@web-swiss schicken. Von den negativen und
sozialen Auswirkungen der IKT-Beschaffung haben wir heute Morgen auch schon gehört. Also ökologische Hotspots, die liegen insbesondere bei der Rohstoffgewinnung und bei der Herstellung. Soziale ist immer wieder ein Thema, die Arbeitsbedingungen. Wir haben alle schon Bilder gesehen von Kindern, die in Minen arbeiten, um irgendwelche Grundstoffe für ein Handy zu machen. Deshalb ist es eben auch wichtig, dass unsere elektronischen Geräte, dass wir die lange brauchen und dass sie möglichst zirkulär sein würden. In der Schweiz oder in der Bundesverwaltung, in der Zentralen, da wird für die zivile IKT-Beschaffung, da wurde in den letzten Jahren jeweils durchschnittlich 300 Millionen Franken ausgegeben. Also aus meiner Sicht sehr viel, aber halt eben auf dem internationalen Markt zu wenig, um wirklich etwas zu bewegen. Und deshalb, es haben sich auch andere Beschaffungsstellen in anderen Ländern gedacht, miteinander lernen, Circular and Fair ICT Pact. Nun, was ist das? Das ist eine Initiative unter dem Rahmen des UNO-Nachhaltigkeitsprogramms. Es ist eine Initiative von Beschaffenden für Beschaffende. Sie ist gestartet worden bereits im 2018, da gab es erste Vorbereitungsarbeiten, ist wirklich geschlossen, wurde der Pakt gerade frisch im Juni 2021 und es gibt bereits verschiedene koordinierende Organisationen in Holland, Belgien, Deutschland, Österreich, Norwegen, England und auch der Schweiz. Aktuell ist das BAFU ist die koordinierende Stelle für die Schweiz und das ist auch der Grund, warum ich Ihnen den CFIT, wie er abgekürzt wird, heute vorstellen kann. Schlussendlich geht es darum, mit gemeinsamen vereinten Anforderungen und Kräften halt auch etwas zu bewirken und den Markt dahin zu bewegen, dass er mehr kreislauffähigere und vor allem auch fair hergestellte Produkte zur Verfügung stellt. Aktuell bis zur Periode 2030, solange ist der vorläufig vorgesehen, eine Verlängerung ist möglich, wird der Fokus gelegt auf Smartphones und Laptops. Hier können Sie dann in der Präsentation noch ein Video, unser Statement von Direktorin Katrin Schneeberger vom BAFU nachschauen. Zeitlich werde ich das auslassen, aber es sind 3 Minuten, ich kann es allen empfehlen, es geht auch darum, halt schlussendlich mit der nachhaltigen Beschaffung zum Sustainable Development Goal 12.7 beizutragen und den Konsum nachhaltiger zu gestalten. Nun, was sind die Ziele? Kreislauffähige und faire Laptops und Smartphones sollen weit verbreitet sein, also viel weiter als heute. Bis im Jahr 2030, man will dadurch die CO2-Emissionen von IKT-Produkten verringern, und zwar um 30 bis, wenn möglich, sogar 50%. Man will transparente und faire Wertschöpfungsketten fördern, schaffen und vor allem will man durch die gemeinsame Nachfrage eben das bewegen. Also diesen Prozess hin zur Transformation zu einem nachhaltigen IKT-Markt eigentlich beschleunigen. Es geht darum, Kräfte zu bündeln. Und wie ist dieser Pakt aufgebaut? Also es gibt ein Steering Committee, dann gibt es die koordinierenden... Dann gibt es die koordinierenden Organisationen, hier in der Schweiz das BAFU. Es gibt die beschaffenden Organisationen. Da ist interessant, es können sich nicht nur öffentliche Beschaffer, sondern auch private melden. Die koordinierenden Organisationen und die Beschaffenden, die bilden nationale, regionale Einkaufsgruppen und die können dann einzelne Vertreter schicken in internationale Arbeitsgruppen und dort werden gemeinsam Kriterien erarbeitet und bei Bedarf werden eben auch Leute aus der Branche oder werden Ansprechpartner aus der Branche eingeladen, damit man halt voneinander profitieren und miteinander lernen kann. Zurzeit sind Aufbauarbeiten im Gang. Koordinierende Organisationen, haben Sie gesehen, die gibt es schon.
bei den beschaffenden Organisationen, da fehlen noch, oder weil so erst gegründet wurde. Und deshalb laden wir Sie als Einkäufer herzlich ein, beim CFIT mitzuwirken, als Beschaffungsstelle, als private Beschaffungsstelle. Ein Kick-Off-Event findet am 25. November statt, nachmittags 2 bis 4. Und wenn Sie sich anmelden wollen oder Fragen stellen, können Sie direkt sich melden bei ökologischebeschaffung@bafoadmin.ch. Was haben Sie davon? Also Sie können sich engagieren für die nachhaltige IKT-Beschaffung. Das wird sichtbar durch die Teilnahme am Pakt. Sie profitieren vom nationalen und vom internationalen Austausch und schlussendlich wird auch Ihre Position gegenüber den Anbietern gestärkt. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um gemeinsam etwas zu bewirken. Und ich hoffe, einige von Ihnen werden sich anmelden. Dann, zeitlich knapp, aber das sollte noch reichen. Haben Sie gerade Fragen? Sie haben uns vor allem auf den Bereich Beschaffung fokussiert. Wie sieht es mit der Entsorgung aus, diese Geräte? Weil da sieht man ja auch immer unschöne Sachen, wie solche Geräte entsorgt werden. Idealerweise werden die Geräte eben dann so gebaut, dass sie nur sehr selten entsorgt werden, sondern dass die Produkte halt in den Kreislauf zurückkommen und dann für was anderes verwendet werden. Aber die Entsorgung ist ganz klar auch ein wichtiger Punkt. Also da gibt es ganz, ganz viele ökologische Nachteile. Aber ist das auch geregelt? Oder redet man mit Wurm und der Beschaffung und Entsorgung ist dann das Problem des Käufers? Also der Begriff Lifecycle, so wie er jetzt in der Botschaft zum neuen Recht steht, ist völlig klar, dass der die Entsorgung mit umfasst. Oder? Also der Lifecycle-Begriff ist so, dass der die Entsorgung umfasst. Und wenn das so ist, können Sie ihn auch mitbewerten, inklusive Entsorgung. Das heißt, Sie können quasi, wenn man Ihnen Dinge anbietet, die die Entsorgung irgendwie schon durch neue Vertragsmodelle, Sie leihen die Dinge zum Beispiel nur aus oder leasen sie oder was immer, da können Sie auch neue Contracting-Modelle wählen, die Ihnen dann helfen. Aber ganz unabhängig davon, wie Sie es umsetzen, Sie dürfen Vorgaben, wenn Sie Lifecycle adressieren, auch zur Entsorgung machen. Also ich glaube, Stefan Zweili macht das doch schon, oder nicht? Ja, ja, schon, aber es geht ja jetzt zum Mainstream. Also, beantwortet das Ihre Frage? Es gibt ja so, also von Sico gibt es ja diese Entsorgungsgebühren. Danke. Zwicko hat, gibt ja diese Entsorgungsgebühren. Also ich bin mir nicht auf dem neuesten Stand, weil ich jetzt nicht mehr so stark in der Hardware-Beschaffung wie mir auf der Software-Seite, wo das Problem weniger stark ist. Eben, also das ist für hier in der Schweiz, sage ich jetzt mal, wenn wir das übernehmen oder auch EU-bezüglich, also über den Lifecycle, so wie das jetzt der Steiner gesagt hat. Willst du, also Ruth, du kennst dich da, ich kenne mich mit den technischen Details noch nicht so aus. Ich bin erst seit Technisch, also eine Grundsatzfrage natürlich. Ja. Aber. Es ist ein Thema, das wir aufnehmen werden in diese Arbeitsgruppen. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es bei der Beschaffung wieder schon ein Prozentsatz, muss ja bezahlt werden für die Entsorgung, nicht das richtig im Kopf habe. Die vorgezogene Entsorgungsgebühr, genau. Glaube ich, auch ganz als Privatkonsument. Genau, ja. Genau, das ist in der Schweiz ja so weit geregelt. Ja, das ist also dem Gesetz. Sie möchten fragen, ob es etwas Ähnliches für den öffentlichen Einkauf gibt. Genau. Jetzt verstehe ich. Gut. Ruth, kannst du dazu etwas sagen? Ich habe nicht meine laute Stimme, vielleicht brauche ich auch das Mikrofon. Mit Mikrofon geht auch mit Maske. Also eben im öffentlichen Einkauf, und das können vielleicht verschiedene von Ihnen auch bestätigen, da wo große Mengen eingekauft werden, da werden Sie nicht einfach sagen, ja, ich kaufe das und irgendwann weiß ich nicht, was damit geschieht, sondern da werden Sie schon beim Einkauf Kriterien definieren und bereits ein Entsorgungskonzept auch erwarten von Ihrem Lieferanten. Im Idealfall ist es der gleiche, der das zurücknimmt. Bei der Bundesverwaltung hat man dieses Konzept auch und man weiß auch, wohin dann die Geräte gehen. Die gehen
werden aufbereitet und kommen wieder auf den Markt für Private oder werden auch international dann weitergegeben. Also dieser Kreislauf ist geschlossen. Auf jeden Fall ist es so, dass wir natürlich mit dem Fair and Circular ICD Pact noch einen Schritt weitergehen möchten, weil wir möchten dann natürlich auch ein Downgrading eigentlich vermeiden. Also die Idee dahinter, und da haben wir den großen Vorteil, dass wir mit Holland zusammenarbeiten können. Sie haben ganz klare Ziele, sie wollen bis 2030 vollständig kreislauffähig sein. Das heißt, da geht es darum, wirklich dann Anforderungen an die Geräte zu stellen, dass diese zu einem Maximum, was die Materialien darin angeht, auch wieder genutzt werden können. Also da geht es geht darum, diese Kreisläufe auch effektiv zu schließen. Also nicht nur, dass wir eine geordnete Entsorgung, Verbrennung haben am Ende, wo man noch die Edelmetalle rausnimmt, sondern wo man wirklich eigentlich ein Maximum an Material wiederverwendet. Also im Sinne der Kreislaufwirtschaft gibt es keinen Abfall mehr, sondern da gibt es nur neue Ressourcen. Und das ist das, was wir umsetzen möchten. Das ist eben etwas, was wir ja als Vergabestelle, das kann nicht mal der Bund bewirken mit der großen Summe, das können alle anderen auch nicht, aber gemeinsam, international, wenn wir uns für solche Konzepte zusammenschließen, hoffen wir, wollen wir eben den Markt auch dahin bewegen oder müssen wir ihn dahin bewegen, weil der E-Waste ist ja unendlich eigentlich. Und diese internationalen die müssen wir dann auch kennen, genau, eben diese, eben, wir reden dann nicht mehr von Entsorgungsfirmen, wir reden dann von Wiederaufbereitungsfirmen in dem Sinne. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum zum Vortrag von Nathalie Clausen? Ich sehe da keine erhobenen Hände, dann würde ich das Wort geben an Tobias Welz für ein Input-Referat zum Nationalfondsprojekt 73, Teilprojekt Nachhaltigkeitsanalyse. Sie können mich hören. Ich hoffe auch im Stream. Guten Tag und schönen Nachmittag zusammen. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich Ihnen kurz einen kleinen Teil dieses NFP-73-Projektes vorstellen kann. Wie angedeutet, es geht um eins der drei Teilprojekte. In der Broschüre werden alle drei Teilprojekte vorgestellt. Es geht um den dritten Teil der Nachhaltigkeitsanalyse, den ich hier kurz vorstellen werde. Das ist ein Projekt, was ich kurz vorstellen darf. Hat drei Teams, wobei zwei in Lugano tätig waren. Das eine war zum Bereich Ethik, also CSR und Ethik, wie kriegt man es hin, Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung auf den Ebenen von größeren Beschaffungseinheiten nachhaltiger zu gestalten. Also da geht es um dieses Reporting, wie kann man dann ein Setting bauen, das entsprechend einfach das in die vorhandenen Geschäftspraktiken einbinden lässt. Das zweite Teilgebiet hat eine juristische Betrachtung gehabt, von dem auch dann Frau Clausen ja berichtet hatte. Und in den dritten Teil haben wir uns die Daten angeschaut, also wir haben eine Nachhaltigkeitsanalyse der vorhandenen Beschaffungsdaten vorgenommen. Und das werde ich Ihnen jetzt ganz kurz darstellen. Und es ist eigentlich wirklich, wir fangen ganz am Anfang an und hören am Ende auf, so wie das Projekt dann einfach dann seinen Verlauf genommen hat. Und ich stelle Ihnen einfach die Forschungsfrage vor. Die Forschungsfrage ist einfach, wie kriegen wir es hin, mehr Nachhaltigkeit in die öffentliche Beschaffung reinzutragen? Und das Ziel ist es, diese Frage so zum Leben zu bekommen, wie kriegen wir es hin, dieses Verhalten messen zu können? Wie kriegen wir es hin, das Beschaffungsverhalten der öffentlichen Hand so zu messen, dass nicht nur wir wissen, dass es irgendwie Nachhaltigkeit hat, sondern dass auch verschiedene Ebenen, also die Beschaffungspraxis und die strategischen Beschaffungsebenen, davon irgendwas an Nutzen generieren können? Daten und Methoden, die wir verwendet haben, sind wie folgt. Wir haben die SIMAP-CH-Daten uns angeschaut, also die öffentlichen Beschaffungsdaten, die verfügbar sind von 2009 bis Juni 2021 und haben uns für die verschiedenen Bereiche IKT, Hochbau, Straßenfahrzeuge, Lebensmittel und für Textilien geschaut, inwiefern ist denn da Nachhaltigkeit vorhanden. Das Wichtige dabei ist, dass wir uns halt eben die Meldungstexte einmal für Ausschreibung angeschaut haben und zugleich die Zuschläge. Also, wir haben versucht, über die Vergabekriterien rauszubekommen, wo ist da Nachhaltigkeit drin, entweder als EK, als TS oder als ZK. Und das werde ich Ihnen jetzt einfach präsentieren, wie wir das gemacht haben. Und auch entsprechend dem Titel der Präsentation möchten wir
das Ganze uns angucken. Uns ist nicht das Interesse, was ist zum Zeitpunkt des Zuschlages passiert, sondern wie fängt es bei der Bedarfsdefinition an, in der Ausschreibung dann mit den Submissionen, dann haben wir den Zuschlag und dann haben wir eine Vertragserfüllung. Und das soll entsprechend diese Abbildung kurz zeigen. Also, wir kennen eigentlich sehr, sehr stark den Fokus auf die Beschaffungspraxis, die wir haben. Aber es gibt auch eine strategische Beschaffungsebene, die höher gelagert ist. Die gibt uns Sachen vor, das ist vielleicht sehr auch explizit, aber meistens ist es implizit, dass wir nicht ganz genau wissen, aber irgendwas wird verlangt und es wird mit dem neuen Recht um einiges expliziter. Und dann wird etwas in der Beschaffungspraxis passieren und dann kommt was zurück. Und das Zurück, das ist vielleicht auch das Interessante, wo wir dann dieses Beschaffungsverhalten nachher uns anschauen können. Also inwiefern kann die strategische Beschaffungsebene sagen, ja, im Sinne unserer operativen Ziele sind wir besser geworden, auf Ebene der nationalen Vorgaben, wie wir es denn auch mit der Umsetzungsstrategie kennen, da sind wir besser geworden. Dort hilft uns die Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung, um unsere auch nationalen Ziele voranzubringen. Das Wichtige ist, dass wir dann auch irgendwelche Beschaffungsdaten uns verwenden müssen. Die sind so ein bisschen weggeschnitten hier, weil wir uns einfach auf die zwei Ebenen jetzt hier konzentrieren werden. Nachher auch für die Diskussion ist das der wichtigste Teil. Und es gibt einen Grundsatz. Der Grundsatz ist einfach, es gibt Vorgaben, die einzuhalten sind. Die werden, oder sind zu spezifizieren und nachher auch über einen Nachweis dann zu erbringen oder zu überprüfen, ob das denn wirklich so passiert ist. Die Vorgaben kommen dabei aus dem strategischen Beschaffungswesen. Sollten daher kommen, das ist vielleicht noch nicht wirklich der Fall, aber das wäre der Wunsch, dass sich da wirklich auch auf den Ebenen vor den wirklichen Beschaffungspraktikern Gedanken gemacht wird, wie kriegt man das eigentlich hin? Stichwort ist Circular Procurement, da muss halt eben ziemlich viel passiert sein oder es muss ziemlich viel passieren, um das ermöglichen zu können und das sind genau diese Vorgaben, von denen wir sprechen. Welche Beschaffungsphilosophien, welche Tools werden akzeptiert oder sind zu verwenden, um auch wirklich dann entsprechend diesen Vorgaben arbeiten zu können? Gleichzeitig Umsetzung der operativen Ziele ist schon mehrfach angedeutet worden. Das Ganze gibt sich dann auch im größeren Rahmen, sei es auf der Ebene der verschiedenen Bundesämter. Auf jeden Fall muss da was passieren, so dass man nachher schauen kann, sind wir eigentlich besser geworden oder sind wir auf dem Stand wie vor 5 Jahren. Dann die Beschaffungspraxis ist dann dabei, um sich diese Spezifikation entsprechend zu definieren. Das heißt also in den Beschaffungsprojekten danach zu schauen, für welche Produktgruppe brauche ich was und wie muss ich das denn machen, dass ich entsprechend meinen operativen Zielen genügend trage und welche Nachweise kriege ich denn vom Markt, dass es auch wirklich so passiert, wenn ich den Zuschlag nachher umgesetzt habe. Um da anzufangen, braucht es einen ganz, ganz essentiellen Schritt. Das Verständnis, was ist eigentlich die Nachhaltigkeit? Die Nachhaltigkeitsherausforderung für die jeweiligen Warengruppe, für den Sektor, für die Produktgruppen. Die Relevanzmatrix macht einen ersten Aufschlag. Aber was wir machen möchten, wir möchten ein bisschen weitergehen. Die Relevanzmatrix ist nicht falsch, aber die bleibt an einem gewissen Punkt stehen, wo wir sagen, wir müssen mehr wissen, um in der Sprache der Beschaffer nachher besser und richtiger Hilfestellung geben zu können, um zu sagen, das brauchen wir oder das braucht ihr, um es anwenden zu können in die Vergabekriterien. Und da sehen wir hier, wir haben für den IT-Bereich verschiedene Produktgruppen. Wir kennen insgesamt 8 Stück. Und diese und 7 haben ungefähr das gleiche Verhalten. Die können wir in der sozusagen funktionellen Einheit Optimierung der Lebensdauer vereinigen. Also da ist es das Ziel von den Geräten, die wir hier jetzt so sehen, bitte so lange als möglich nutzen. Und die Gemeinsamkeit ist hier, diese Eigenschaften sollen entsprechend umgesetzt werden unter der Berücksichtigung oder der Kenntnis dieser ökologischen und sozialen Hotspots. Also das sind nicht alle Kriterien, die wir kennen, aber es sind die wichtigsten, auf die wir schauen müssten. Und von der Farbe her, wir haben hier 3 Farben, dann sehen wir einmal dieses Orange, da sind wir in der Herstellungsphase. Mit dem Blauen sind wir in der Nutzungsphase und Grün haben wir die Entsorgungsphase. Und entsprechend diesen 3 Farben, Sie haben es nachher auch hier alles in dem Bericht, können Sie halt eben verfolgen, wo muss ich drauf schauen. Und da sehen wir halt eben, dass wir halt eben für diese 7 Produktgruppen eindeutig uns auf die Herstellungsphase schauen müssen und schauen, wie lange kriegen wir das denn in den Markt. Für Server gilt ganz was anderes. Für Server müssen wir schauen, wenn wir dieses Ding am Laufen haben, dass wir es so energieeffizient als möglich betreiben können. Und wir schauen, welche Energie gebraucht wird, wie können wir Abwärme nutzen. Und da liegt es eben alles wirklich in der Nutzungsphase. Die sozialen Kriterien sind bei beiden die gleichen. Aufgrund von globalen Herstellungsketten
und den Charakteristika, die da für alle gelten. Ob wir jetzt einen Server oder einen PC bauen, ist ungefähr das Gleiche. Da tut sich eigentlich nichts. Das Wichtige ist aber, dass wir aus dieser Kenntnis ein Verständnis bekommen, was sind die ökologischen und die sozialen Kriterien. Die gehen auf diese zwei Nachhaltigkeitsebenen. Und mit diesen Kenntnissen können wir nachher sagen, wenn wir das wissen, wie lassen wir das hier in unser Projekt einfließen? Und wir schauen uns das dann auch wirklich auf Ebene der Produktgruppe ab und wir können uns auch entsprechend abgrenzen. Das ist das Wichtige. Man muss nicht irgendwie alles und irgendwas tun, sondern ein gesundes Verständnis zu entwickeln, um was geht es denn. Das, was ich hier vorstelle, ist jetzt nur für IT. Das Ganze haben wir auch für die anderen vier Warengruppen gemacht. Also das lässt sich nachher wirklich eins zu eins übersetzen, aber aus dem Kontext der Tagung sind wir eher auf dem IT-Trip. Um das Ganze dann aber noch besser fassbar machen zu können. Also wir haben das Verständnis bekommen, um was geht es eigentlich? Welche Probleme und Herausforderungen haben wir? Ist der nächste Schritt, wirklich zu wissen, welche Pflichtdokumenten und Mindestanforderungen gibt es denn eigentlich seitens des Bundes? Kantonal und auf Gemeindeebene sind wir entsprechend mit der Trias am Schauen, wie wir das hinbekommen, aber für den Bund gibt es das schon. Das gibt es wirklich auch für die anderen Warengruppen, aber wir schauen uns das für das IT dann in Gänze an. Die Mindestkriterien für IKT sind die sozialen Kriterien, wie es für die AGBs entsprechen, die AGBs des Bundes. Ganz genau gibt es aber auch da spezielle AGBs für den Kauf und die Wartung von IT. So, da haben wir die Eignungskriterien als Pflichtdokumente. Dann haben wir ökologische Kriterien, wie benannt, Stefan Zweil ist einer der Kümmerer. Da gibt es entsprechend die ISB-Standards P025 und P026. Der 25er sagt ganz genau, wie ist Hardware zu beschaffen. Der 26er sagt, wie ist Hardware zu betreiben. Das sind beides Weisungen, die aber kaum irgendwie eine A kennt, B anwendet. Und das ist einem das Riesenproblem, das ist alles da, es ist wunderbar beschrieben, sie haben ihre Vergabekriterien da wunderbar als EKS, TS und ZK sogar beschrieben, aber irgendwie nutzt noch keiner. Die Zahlen, die Sie hinten dran sehen bei den beiden bisher genannten, sind einfach die Zyklen, dass Sie ein Gefühl bekommen, das ist nicht statisch, wir machen das nicht einmal fest und danach stehen die irgendwie in einem Stein gemeißelt, sondern die sind entsprechend dynamisch. Und bei den entsprechenden ISB-Standards werden wir immer dynamischer. Das ist einfach das Charakteristikum der Warengruppe. Und das sind jetzt die Mindestkriterien, die wir Sie hier sehen. Also da können Sie eigentlich gar nicht mehr heute rumrum, das müssen Sie eigentlich machen. Und es ist schon alles fix und fertig da. Das Schöne bei IT ist eigentlich auch schon, es kümmert sich jemand drum. Sie müssen eigentlich nur immer den aktuellsten P025/26 anwählen. Die AGBs sind ja selbstredend. Und dann sind Sie eigentlich schon glücklich. Sie müssen sich nicht mal mehr kümmern, dass der irgendwie... Was ist das neue TCO Certified 9? Was ist das 10er? Egal, es steht ja alles da drin. Die Umweltkonformität, die ganze ENEF-Sache, ist alles da drin für Sie schon Rechnung getragen worden. Entsprechend fünf Kümmerer kümmern sich darum und schauen, dass das funktioniert. Aber weiter können Sie noch gehen und sagen, es gibt ja noch Wahlkriterien, wurde auch von Frau Clausen gerade eben beschrieben. Wie kriegen wir zum Beispiel soziale Kriterien rein? Eigentlich sehr, sehr stark vernachlässigt, auch im EU-Raum, weil wir über Green Public Procurement sprechen und da immer der Fokus auf diesem ökologischen liegt. Ökologische Kriterien, ja, haben wir Wahlkriterien. Das sind bei den EU-GPP immer drei Sachen im Bereich IT. Einmal Personal Computer, also alles, was wir hier kennen, es steht hier, wir haben es in der Hand. Das ist die eine Kriteriengruppe, die zweite sind Drucker, das dritte sind Server. Es gibt immer einen Technical Report und es gibt die Kriterien. Die Kriterien gibt es per se in Deutsch, in allen EU-Sprachen, also für die Schweiz jetzt hier. Es gibt die Kriterien auf Französisch übersetzt, auf Italienisch übersetzt, auf Deutsch übersetzt. Die können Sie fanfertig nutzen. Die gibt's als, da wird Ihnen genau beschrieben, was für EKAS, TS und ZKAS gibt es, die Sie anwenden können. Es gibt auch zwei Ambitionsniveaus. Es gibt einmal Core Criteria, also das das sehr, sehr Einfache, oder Sie nehmen das Comprehensive, wo Sie sagen, ich möchte aber noch mehr, mein Wertemodell möchte noch ein bisschen mehr crispy Nachhaltigkeit einbinden und das ist alles vorhanden, wenn man das wollte und das auf das Ökologische genommen. Aber das ist das Schöne, da ist auch IKLE jetzt maßgebend gewesen, wie kriegen wir die soziale Nachhaltigkeit da rein? Und da zu nennen, letztes Jahr veröffentlicht, dieses How to Procure Fair ICT Hardware, wo beschrieben wird, wie können wir das einbinden, ohne dass wir uns über Lieferketten und irgendwas total überfordern, sondern was können wir verlangen, was ist marktfähig? Und das ist eins der Schlüsselworte für das ganze Projekt. Was ist marktfähige Nachhaltigkeit? Und jetzt gehen wir wieder in die Sprache. Also wir haben jetzt so ein bisschen ein Verständnis bekommen, was ist die Nachhaltigkeit und es gibt die Vorgaben, an denen wir uns eigentlich halten sollten. Aber wie kriegt es dann der Beschaffungspraktiker wirklich dann ins Projekt übersetzt? Und dann braucht es einfach die entsprechenden Vokabeln,
Also das entsprechend die Common Procurement Vocabularies, die wir hier oben sehen. Das, ich zeige sie gleich. Also diese 8 Produktgruppen, die wir genannt haben, können wir entsprechend zuordnen und wir können entsprechend sehen, was da passiert in den verschiedenen Produktgruppen. Hier sehen wir jetzt auch, farbig hervorgehoben, haben wir die entsprechenden Hotspots. Und wir haben aber auch graues, das heißt, es lässt sich nicht jeder Hotspot entsprechend anwenden oder es wird nur zum Teil anwendbar gemacht und die anderen Herausforderungen haben wir einfach so beiseite, die sind einfach möglich. Das ganz Wichtige ist halt eben, dass wir das mit den CPVs wissen, wo müssen wir es anwenden, welche Hotspots sind machbar und wie kriegen wir es entsprechend in die ECAS und die TCAS entsprechend rein. Und das sehen wir einfach hier, wenn wir uns das mal, ich habe es Wertemodell genannt, wenn wir uns vergegenwärtigen, inwiefern welches Nachhaltigkeitslevel wir haben. Da haben wir einfach, können wir sehen, wir haben keine Nachhaltigkeit, wir haben Nachhaltigkeit drin, die hat aber nichts damit zu tun, wie der Entscheid aussieht. Und wir haben Nachhaltigkeit so drin, dass sie Teil des Entscheides sein kann. Und hier ist einfach die Frage, wie wird sie eingebunden? Wird sie einfach allgemein eingebunden oder leistungsorientiert? Also geht es wirklich um das Produkt und wir fragen diese Nachhaltigkeit ab. Und das Ganze mündet dann am Schluss in die Möglichkeit, ein Monitoring machen zu können. Also wir sehen hier beispielhaft für die Desktops, wie kann das eingebunden werden, welche Möglichkeiten an TS und ZKs hat es. Sie finden es hier ausführlich noch mit Prosa ummantelt. Und nachher sehen Sie aber auch mal am Beispiel für die Beschaffung in den Jahren 2018 bis 2019, wie das Beschaffungsverhalten in diesem Zeitraum war. Das Ganze jetzt entsprechend im Detail nochmal als Steckbrief. Was ist auf Ebene Ausschreibung denn verfügbar oder wie kann man es machen, dass es nachher wirklich auf der höheren Entscheidungsebene gut genutzt werden kann? Also, wie ist die Nachhaltigkeit eingebunden? Da sehen wir das hier sehr, sehr allgemein. Aber das Wichtige ist eigentlich hier, wie kommen unsere 100% Zuschlagskriterien zustande? Und welche Nachhaltigkeit haben wir? Nachhaltigkeit, das heißt allgemein, hier geht es darum, dass wir in einem Umweltmanagement nachgefragt hatten, das wären die 4% und das leistungsbezogene ist der Energy Star, der hier verlangt wurde, der ist mit 4,3% bewertet worden. Das Wichtige hier unten noch, was ist denn wirklich die Nachhaltigkeit, auf die man sich versteift hatte und wie kann man damit weitermachen? Und wenn wir so einen Setting-Steckbrief haben, gibt es einfach die Möglichkeit, dann das auf die höhere Beschaffungsebene zu treiben. Das ist das Beispiel, was wir dann auch für auf Ebene der verschiedenen Beschaffungsämter haben, also heute Morgen wurde es auch schon genannt, die Umsetzungsstrategie fragt danach, wie kriegen wir es hin, diese Nachhaltigkeit auf die verschiedenen Ebenen aufpfropfen zu können. Also, wie bindet ihr Nachhaltigkeit? Es ist klar, was verlangt wird im Sinne der Umsetzungsstrategie. Das VBS hat es schon mal sehr, sehr explizit genannt. Da gibt es entsprechend das Energiekonzept, was genannt worden ist. Sehr plausibel, Frau Bundesrätin hat es genannt, ist dann auch die Weisung bezüglich der PW-Beschaffung. Und das ist das Schöne, so kommt da ein Schuh draus, dass man das entsprechend anwerten kann. Entsprechend dem Titel mit der letzten Folie ein kurzer Überblick, was kann man machen, also wie ist es möglich, entlang der gesamten Beschaffung die Praxis und die Beschaffung, das Beschaffungswesen einzubinden. Es gibt die Möglichkeiten über die Recherchen, über die Implementierungsmöglichkeiten, über die verschiedenen Messungsverfahren in der Beschaffungspraxis aktiv werden zu können. Beispiele habe ich kurz gezeigt. Für das Beschaffungswesen gibt es die Möglichkeit, operativ zu zeigen, wie es die Nachhaltigkeit denn einbindbar ist. Und für die Performance der Nachhaltigkeitsziele gibt es die Möglichkeit, dann wieder auf der Ebene des Beschaffungsamtes, dann für den Bund entsprechend der Beschaffungsstrategie, aber auch national im Sinne des Monet-Indikatoren-Netzwerks zu sagen, wie kriegt man es hin oder was ist der Beitrag der öffentlichen Hand im Sinne der SDGs 12 und 7 dazu beizutragen, dass die weiter erfüllt werden. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir hier bekommen haben. Das ist das Projektteam, das ich in diesen 3 Jahren dann mit dem Thema beschafft hatte und jetzt sozusagen hier das Finale feiert. Und das wäre der kurze Einblick gewesen, um Ihnen einen Einblick zu geben. Vertiefen können Sie es gerne mit der Broschüre. Ja, vielen Dank, Herr Wels.
Das sehen Sie, das ist ein Governance-Problem. Der Typ ist verantwortlich für das ganze Ding, gibt mir einen Zeitplan und ich muss ihn dann ihm gegenüber als Referent durchsetzen. So weit, so klar. Und jetzt kommen wir. Sind Fragen zu diesem Referat oder zum Nationalfondsprojekt, das ist ja auch ein größerer Kontext der Welt, die Geschichte läuft ja schon länger, das NFP 73 ist eines der wenigen Orte, wo überhaupt die nachhaltige Beschaffung quasi im wissenschaftlichen Bereich einer vertieften Bearbeitung zugeführt worden ist. Sind noch Fragen an Herrn Welz, sei es nun zu diesen Geschichten, die er jetzt gerade erzählt hat, oder zum Nationalfondsprojekt 73 als Ganzes? Bitte. Ich hätte noch eine Frage zur Datengrundlage. Habe ich das richtig verstanden? Also Sie haben ausgewertet, wie verschiedene Warengruppen, wie nachhaltig die beschafft worden sind. Und das über die SIMA-Publikationen. Da habe ich die Frage dazu. Oftmals werden ja die wesentlichen Vergabekriterien, wie zum Beispiel die technischen Spezifikationen, werden ja nicht mit publiziert. Also haben Sie diese alle ausgewertet, inklusive Unterlagen und so weiter. Also nicht nur die Publikationen. Wir haben uns nur den Meldungstext, also OB1 und OB2, also das, was auf SIMAP wirklich front veröffentlicht wird, die haben wir ausgewertet. Wir haben drei Stufen genommen. Wir haben die erste Stufe ist, wir haben für diese Auswertung 2018-19 haben wir uns alle 116 händisch ausgewertet. Da haben wir auch die Dokumente uns angeschaut. Und wir haben festgestellt, dass was im Meldungstext veröffentlicht ist, auch in den Beschaffungsunterlagen drinsteht. Damit die erste Prämisse, okay, wenn ich schon mal den Meldungstag habe, habe ich alles, was wichtig ist, ist schon mal erfasst. Ich habe mehr Details natürlich in den Beschaffungsunterlagen drin, aber von da an haben wir halt eben den Ansatz gefahren, wie kriegen wir es hin, dass wir maschinenlesbar diese 102.000 Datensätze in die Hand bekommen können. Weil 116 kriegen Sie irgendwie noch ein bisschen mit der Hand ausgewertet, aber größere Mengen, wie zum Beispiel im Bau, kriegen Sie einfach nicht ausgewertet. Und darum kam dann entsprechend ein Data Science-Ansatz zum Zuge, wo wir halt eben geschaut haben, wie kriegt man es hin, anhand der richtigen Zeilen in den entsprechenden SIMAP Meldungen für die Ausschreibung und aber auch für die Zuschläge rauszufinden, wo ist Nachhaltigkeit drin. Wir haben halt eben händisch ein paar Mal getestet und dann aber auch die entsprechenden Programmierkenntnisse immer weiterentwickelt, dass wir relativ gut sagen könnten, das hat so funktioniert. Das Problem ist aber wirklich, dass die Struktur oder der Wildwuchs der veröffentlichten Datensätze es extrem schwer macht, dann ein wirkliches, einheitliches Bild rauszubekommen. Allein in den Zuschlagskriterien haben Sie nach SIMAP-Format drei verschiedene Varianten und diese drei Varianten variieren auch nochmal x-mal. Also bis Sie wirklich über einen Code-Ansatz das hinbekommen, das auslesbar zu machen, sind Sie kurz vorm Verzweifeln, aber es funktioniert irgendwie. Ich frage deshalb, weil viele Vergabestellen, kantonale, kommunale Vergabestellen überhaupt nur auf die Unterlagen verweisen und oftmals gar keine Kriterien sehen. Ja, natürlich finden wir das Anführungszeichen nicht, wenn man es machen wollte, aber wir haben uns erstmal auf das konzentriert und deshalb waren entsprechend, natürlich fehlen uns von diesen 102.000, können wir 20.000 nicht verwenden, aber wir haben von 80.000 haben wir dann wirklich dann auch den vollwertigen Datensatz. Also von 103.000, die man in Summe hat, sind 80.000 wirklich mit Vergabekriterien nutzbar. Von daher ist es natürlich auch gut, dass das Nationalfondsprojekt in der Umgebung von Matthias Stürmer angesiedelt war. Das heißt, da konnte man da auch gerade was die Datengrundlage angeht, Know-how einbringen, um diese Arbeit hier quasi praktisch nutzbar zu machen. Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Diskussionsbeitrag. Ich freue mich ganz besonders, Philipp Tepper zu begrüßen von ICLEI, Local Governments for Sustainability. Ja, Philipp, so ein altes Schlachtrost der europäischen Vergaberechtspolitik und jetzt wieder dabei. Und wenn wir hier in der Schweiz sagen, neues Recht, neues Glück, das kannst du ja eigentlich von den europäischen Richtlinien auch sagen. Aber das erzählst du jetzt bitte gleich selber. Du hast das Wort. Danke, vielen lieben Dank. Noch an die Regie, wenn es die Kameraeinstellung fürs Publikum geben könnte, das wäre super nett, dann sehe ich mich nicht doppelt.
Herzlichen Dank für die Einladung, hier zu sprechen, und eine Entschuldigung vorab, dass ich nicht persönlich da sein kann. Leider ging das Corona-bedingt denn doch nicht. Es hieß erst, es geht, jetzt doch nicht, Dienstreise und so weiter. Sie kennen das ja vielleicht, wir leben ja in einer besonderen Zeit. Und in dieser besonderen Zeit geht es auch um das Thema Menschlichkeit. Und mein Aspekt gerade, die Beleuchtung der Arbeit, die hier vorgestellt wurde, die vertieft wurde, und auch Ihrer täglichen Arbeit, hat auch diesen Titel: Was ist das Menschliche an nachhaltiger öffentlicher Beschaffung? Und mir geht es darum, kurz einfach nur ein bisschen zu reflektieren und Ihnen auch ein bisschen zu erzählen, was so meine Erfahrungen der letzten Jahre, kann sagen fast Jahrzehnte, zu diesem Themenbereich gewesen sind mit dieser Brille. Denn das Schöne ist, Tobias Welz hat es eben gerade gesagt, das wurde maschinell ausgelesen. Und jetzt kommt sozusagen die persönliche Bewertung davon, was ist relevant. Und ich, kurz ein paar Worte, ich komme von ICLEI, das ist ein weltweites Netzwerk und wir arbeiten seit 25 Jahren in diesem Bereich. Das heißt, es kommen so ein bisschen verschiedene Kulturen da einfach zusammen. Ich werde mich sehr stark auch auf den europäischen Kontext sozusagen berufen dabei, was ich Ihnen sagen möchte, aber nur vorweg, wir arbeiten auch mit verschiedenen Akteuren weltweit zusammen. Deswegen auch noch einen herzlichen Glückwunsch an Sie, die da alle bei diesem Circular und Fair ICT Pact mitmachen. Das ist eine wirklich grandiose Geschichte, die dort ins Leben gerufen wurde von verschiedenen Regierungen auf europäischer Ebene. Und wir waren halt einfach auch an der Konzeption mitbeteiligt mit den Kollegen aus den Niederlanden, insbesondere sozusagen, wenn es halt einfach an die Netzwerkdesign-Ideen und wie man halt einfach dazu kommt, halt einfach auch eine gewisse Marktmacht, eine gewisse Konsolidierung zu erreichen. Also ganz schöne Sache, dass Sie damit dabei sind. Kann Ihnen nur empfehlen, da auch sich aktiv zu engagieren. Sie gewinnen ganz viel dazu. Wie komme ich auf das Thema Menschlichkeit, fragen sich die einen oder anderen vielleicht gerade. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Ich finde das sehr wesentlich für die Entscheidung, ob etwas relevant und auch umgesetzt wird, was irgendwo zum Beispiel auf rechtlicher Ebene steht, als sei es Mindestanforderungen oder sei es Wahlkriterien. Und ich sehe das immer wieder, wenn ich mir anschaue, wie wir lernen. Wir schreiben eigentlich ab, wenn wir lernen. Kleine Kinder lernen das, was ein bisschen Ältere ihnen vormachen, und das Hänslein nicht lernt, Hans nicht lernt, lernt Hänslein nimmermehr, gibt es einen schönen Spruch, zumindest bei uns. Und so ist es halt einfach vielerorts auch bei im Vergabewesen. Lernen Sie voneinander, lernen Sie miteinander, machen Sie bestimmte Prozesse einfach auch transparent. Es wurde eben gerade nach Daten gefragt, nach halt einfach Kernkriterien. Tauschen Sie sich aus, und das ist etwas, was ICLEI halt einfach auch im Rahmen von unserem Procura Plus Netzwerk ermöglicht, diesen informellen Austausch auf europäischer Ebene mit weltweiten Andockungspositionen, um genau diese Kriteriensätze, die sozusagen auch Erfahrungen, zum Beispiel Marktdialogen, halt einfach auszutauschen. Also seien Sie da mutig, wurde heute schon mal gesagt. Das kann ich nur unterstützen. Und gehen Sie da Ihren Weg. Wir haben in den letzten Jahren zwei besondere Veranstaltungsformate gemacht, und eins davon war in Zürich, deswegen möchte ich das auch gerne erwähnen. Das ist ja sogar eine City Match, wo wir einfach gefragt haben, was steht denn gerade an, was ist ein Thema, was für euch relevant ist für eine internationale Blickwinkel. Und da kam Zürich auf uns zu, hat gesagt, ja, Recycled Concrete, also recycelter Beton, das wäre doch mal interessant für den Baubereich. Und da haben wir halt einfach die Leute zusammengebracht aus verschiedenen europäischen Regionen, die haben sich angeschaut, halt einfach, welche Standard gibt es, und haben das halt einfach auch nach Deutschland getragen, um da halt einfach sozusagen die Normung sozusagen Diskussion ein bisschen anzukurbeln, aber auch nach Skandinavien und auch nach Italien. Und dasselbe haben wir auch nochmal in Malmö gemacht, und dort möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Das haben wir halt einfach mit den verschiedenen Einkäufern aus verschiedenen Abteilungen zusammengesetzt. Und jetzt höre ich ein Echo von mir kurz, und haben uns zusammengesetzt und wirklich diese Erfahrung gesammelt. Und das sind nicht immer die Erfahrungen, wo ich jetzt sagen würde, da mache ich eine Pressekonferenz daraus.
Es ging konkret darum, auch zu sagen, okay, wo bin ich mal in ein Fettnäpfchen gegangen? So, und aufgrund der positiven Rückmeldung diesbezüglich haben wir bei unserer letzten großen Konferenz in Nijmegen in den Niederlanden, das war vor jetzt mittlerweile auch über 3 Jahren, haben wir den Chief Failure Officer aus den Vereinten, aus dem United Kingdom, aus England eingeladen, mal darüber zu reden, was so die vielleicht auch witzigsten, aber auch relevantesten Failures war, aus denen sozusagen die öffentliche Beschaffungspraxis gelernt hatte. Das war eins der tollsten Sessions, die ich in meinem Leben und Veranstaltungen mitbekommen hatte, wo vor 300 Leuten halt einfach hier dieser Kollege aus England seine Geschichten erzählt hat. Und dann war das Ganze so aufgebaut, dass nach 10 Minuten Schluss war mit seinen Geschichten und dann hatten wir noch 1 Stunde Zeit. Und die Leute hatten sich ein bisschen gefragt, was soll das? Noch 1 Stunde Zeit jetzt. Können wir ja eigentlich einen Kaffee trinken gehen oder so. Aber dann kam es darum, halt einfach eine offene Gesprächsrunde zwischen 300 Leuten. Ja, und was ging bei Ihnen denn so schief? Und das haben wir dann gemacht. Und das war spannend hoch 3 und wirklich klasse und ernsthaft angegangen, wie das gemacht wurde. Einfach eine tolle Erfahrung. Ich würde vorschlagen, das machen wir allerdings vielleicht erstmal während einer Kaffeepause, um das zu trainieren. Verstehen Sie auch ein bisschen, wo ich hinaus will. Das ist so das öffentliche Beschaffungswesen, die Nachhaltigkeit, das ist ein Prozess, das ist in Entwicklung, das ist im Wandel. Und mir geht es darum, halt einfach alle auch mitzunehmen, immer. Also jemand, der sich halt einfach da mit solchen Situationen unwohl fühlt, der kann gerne mit mir einen Kaffee trinken. Jemand, der sich da wohl fühlt, dem das wirklich auf dem Herzen lag, mal anzusprechen, weil es halt einfach immer gedrückt hatte, das ist genauso wichtig. Und bei diesen ganzen Szenarien, und da habe ich genau hingehört heute, was Sie so erzählt haben, kommt es immer darauf an, welches politische Backup bringe ich mit. Und das ist eine der relevantesten Geschichten. Was kann ich sozusagen politisch sozusagen an Unterstützung mitnehmen? Das sehen wir halt einfach gerade auch an unserer Kerngruppe im Städtebereich. Wenn ich da halt einfach sozusagen von einer politischen Verwaltung her, Bürgermeister oder die entsprechenden Stabstellen halt einfach gut aufgestellt bin diesbezüglich, dann geht sehr, sehr viel. Und wenn das nicht so der Fall ist, dann geht da auch mal schnell nichts. Ich wurde auch ein bisschen gebeten, darüber zu reden, was wir im Make ICT Fair Projekt so gemacht hatten. Es wurde ja die Guidance schon angesprochen. Dann kurz ein Ausblick, da haben sich öffentliche Einkäufer und Nichtregierungsorganisationen, die sozusagen nachhaltige Beschaffung unterstützen, durch zum Beispiel unabhängige Berichterstattungen oder weitere Nachweise, die auch geeignet sind, um soziale Kriterien zu überprüfen, entlang der Lieferkette, Arbeitsbedingungen, bis hin halt einfach zum Bergbau auch von Ressourcen. In diesem Projekt haben wir uns zusammengetan, haben gesagt, was können wir halt erreichen, wenn wir ganz, ganz viel mit dem Markt reden. Und das haben wir gemacht. Wir haben halt einfach verschiedenste Arbeitsgruppen aufgesetzt, verschiedenste Dialogformate angemessen mit den großen OEMs, mit und Zwischenhändlern, die halt einfach in den weitestgehenden Fällen halt einfach die direkte Ansprechperson sind für die Einkäufer oder diejenigen, die sich darauf bewerben werden. Haben wir Dialoge geführt, haben in verschiedenen geheimen Formaten, aber auch öffentlichen Formaten halt einfach ausgekundschaftet, wo denn so die Krux liegt. Und die Erfahrung haben wir halt in der entsprechenden Guidance und auch dem Leitfaden zu Marktdialogen publiziert. Können Sie gerne nachlesen auf der Webseite, die auch schon auf der Webseite der Veranstaltung verfügbar war. Da möchte ich gerne darauf hinweisen, dass es immer mehr halt einfach auch auf der Marktseite, zumindest in Europa, stark vertreten, in den Benelux-Staaten, aber auch Skandinavien, aber auch in Regionen wie Barcelona oder in Norditalien, immer vermehrt halt einfach auch die Möglichkeiten gibt, in diesem Dialog genau herauszufinden, was realistisch möglich ist. Also was kann ich entlang der Lieferkette überprüfen? Was sind Daten, die es gibt? Was ist relevant für einen wichtigen Bereich, der oft nicht ausreichend besetzt wird, nämlich das Vertragsmanagement? Aber oftmals besteht halt einfach so sozusagen viel in der Vorbereitung, in der Durchführung, in der Ausschreibung, im Zuschlag. Und dann kommt halt die Abwicklung und irgendwann wird das Produkt X geliefert.
Aber wie stelle ich sicher, dass das Produkt, die Dienstleistung, die Ware sozusagen auch den Anforderungen entspricht? Insbesondere bei sozialen Kriterien ist nicht immer so ganz einfach. Und da haben wir halt einfach auch mit verschiedenen Partnern, unter anderem Electronics Watch, zusammengearbeitet, um zu gucken, wie kann das im Rahmen des Vertragsmanagements halt einfach sinnvoll gestaltet werden, auf kooperativer Ebene. Und ich finde, das ist ein guter Partner, den ich Ihnen auch mal ans Herz legen würde, sich mal genauer anzuschauen. Electronics Watch, vielleicht ist das für Sie auch relevant. Im letzten Jahr mal für die Kommission, und das ist vielleicht ein Hinweis an Tobias, DG Grow, also sozusagen die entsprechenden Stellen auf europäischer Ebene bewegen sich gerade, wie ich finde, für diese Organisation rasanten Tempo hin zu strategisch nachhaltiger Ausrichtung. Also so grün, wie das früher teilweise nur war, sehe ich selten. Es ist zumindest grün, digital und sozial zusammen und circular kommt eigentlich noch oben drauf. Also die Integration dieser ganzen Konzepte nimmt unglaublich viel Fahrt auf. Und da wurden wir beauftragt, auch 71 Fallstudien zu schreiben. Die wurden publiziert auf Englisch, sind auch einzeln abrufbar zum Bereich soziale öffentliche Beschaffung. Das geht halt von gängigen Prinzipien, wie ich halt einfach bestimmte Gruppen der Gesellschaft einfach besser fördern und integrieren kann, bis hin zu, wie schaffe ich es, sozusagen Kriterien in meine Ausschreibung zu verankern, die auf dem Abbau von Rohstoffen, Primärrohstoffen sozusagen zielen und die Arbeitsbedingungen diesbezüglich. Kann ich nur empfehlen, mal einen Blick drauf zu werfen. Ja, zum Abschluss von Make ICT haben wir uns nochmal zusammengetan, auf Grundlage auch von Malmö und Helsinki und anderen vielen skandinavischen Städten, muss man sagen, und haben eine Joint Declaration herausgebracht, eine Absichtserklärung, wie sozusagen die Kriterien für Mobile Phones, für Smartphones in Zukunft gestaltet werden sollen in diesen Ländern und Städten. Die ist auch online einsehbar und ist auch gerne kopierbar. Und damit komme ich zurück zu dem, was ich eingehend gerne erwähnt hatte, nochmal das Menschliche, das ist sozusagen dieses Zusammenarbeiten, dieses Teilen von Kriterien, Katalogen, von Erfahrung in einem entsprechenden Rahmen, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass wir das gerne auch fördern und begleiten. Im Endeffekt, ein bisschen auf die Zeit achten, ne? Ich komme jetzt mal so ein bisschen zu meinem Ausblick. Ich würde gerne so ein Bild auf dem Weg wählen. Stellen Sie sich einfach ein Boot vor, das gerade im Bau sich befindet und Sie als Leiter einer Einkaufsabteilung sind damit beauftragt worden, dieses Boot zu bauen. Sie haben allerdings vielleicht nur 10 Personen zur Verfügung, die noch nie ein Boot gebaut haben. Trotzdem haben Sie das jetzt vor. Es gibt da einen schönen Spruch aus der Literatur: Wenn ich ein Boot bauen will, dann statte ich die Leute selbstverständlich mit Materialien und so etwas alles aus. Aber das ist nicht so das Wesentlichste, sondern es ist das Wesentlichste, es zu schaffen, eine Sehnsucht nach dem Meer zu kreieren. Und mit diesen Worten möchte ich gerne enden und möchte Sie fragen, wo ist sozusagen die Sehnsucht nach der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung in Ihrem Alltag und wünsche Ihnen da viel Freude mit der Thematik. Danke. Ja. Ja, mit diesem schönen Saint-Exupéry-Zitat sind wir mitten im Thema. Ich darf unsere Diskutantinnen und Diskutanten auf die Bühne bitten. Da ist Ruth Freiermuth dabei. Philipp Tepper bleibt uns erhalten. Und wie gesagt, Bastian Lehner kommt dazu und Tobias Welz. Aber jetzt gibt es Fragen an Philipp Tepper zunächst. Also ich möchte etwas hier sagen, die Gelegenheit nutzend, wenn ICLEI und Philipp Tepper, und ich darf auch seinen Chef Mark Hitzen nennen in diesem Kontext, wenn die nicht wären, dann würde die europäische Vergaberechtspolitik anders aussehen. Das kann ich Ihnen nur sagen. Also ich
möchte ganz herzlich danken für das, was Sie alles für unser Thema getan haben. Das ist wirklich ganz große Klasse. Sind Fragen an Philipp Tepper? Also, dann gehen wir in unser Diskutantenpodium. Philipp Tepper bleibt uns erhalten. Wir nehmen jetzt genau das Thema mit, das er adressiert hat, nämlich das Menschliche. Ich kann Ihnen erzählen von einer Erfahrung bei den SBB, Leadership Breakfast, hochrangiges Publikum. Marc Steiner vorne erzählt was. Solange die Folien mit Juristenfutter gefüllt waren, war die Aufmerksamkeit höflich, aber nicht ausgeprägt. Und dann kamen Folien mit Risikoaversion im öffentlichen Sektor, der Einkäufer auf dem Weg des geringsten Widerstandes, was bedeutet Leadership heute im öffentlichen Beschaffungswesen. Und plötzlich waren die Herrschaften hellwach und haben diskutiert und die Kommunikationschefin hat es nicht geschafft, die rechtzeitig aus dem Anlass rauszukriegen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir ganz allgemein jetzt sehen, dass alle verstanden haben, das, was jetzt kommt, ist auch noch Juristenfutter, aber vor allem auch Betriebskultur. Und genau das ist, glaube ich, die richtige Überleitung zu unserem Podium. Wir wollen nicht diskutieren, für welches Produkt brauchen wir welche Spezifikationen. Dafür haben wir in 15 Minuten auch keine Zeit mehr. Sondern wenn wir jetzt die betriebskulturelle Herausforderung im öffentlichen Sektor sehen, was sind die Rezepte, die Gedanken, die Emotionen, die wir haben, wenn wir daran denken, wie kriegen wir das ganze Ding an den Boden? Ruth Freiermuth, du hast das von Amtes wegen quasi. Genau, das ist eigentlich von Amtes wegen meine Aufgabe. Ich habe da eine spezielle Rolle. Ich komme ein bisschen ja von außen. Das Bundesamt für Umwelt ist ja nur ein Bedarfsamt. Wir beschaffen weniges oder sagen wir ja, wir beschaffen viele Studien, aber natürlich eben nicht das, von was wir jetzt eigentlich reden. Und ich glaube, diese Kultur, die haben wir schon ein gutes Stück weiterentwickelt in diesen 3 Jahren, in denen ich dieses Amt innehabe, indem wir es zum einen geschafft haben, eine Fachgruppe zu gründen, wo die verschiedenen Beschaffungsämter vertreten sind, wo wir Kantone dabei haben, wo wir den Städteverband dabei haben, wo wir uns 4-mal im Jahr über Themen der Nachhaltigkeit austauschen, aber auch eben, dass wir einen sehr direkten Kontakt jetzt halt mittlerweile haben zwischen meiner Fachstelle, dem BBL auf höchster Führungsebene, der Geschäftsstelle der BKB. Ich habe auch einen direkten Kontakt zur BPUG. Wir haben einen engen Austausch. Und wie das Philipp Tepper gesagt hat, es steht und fällt mit dem direkten Kontakt zu den Leuten. Also ich glaube, diese Kultur des offenen Austauschs, des respektvollen Umgangs auch miteinander, auch einmal zu sehen, dass ich ja nicht mit Maximalforderungen immer kommen kann, auch dass halt die Beschaffenden auch andere Sorgen noch haben, für sie ist ja die Ökologie so ein Teil von ganz vielem, dieses Verständnis zu entwickeln und dann gemeinsam Lösungen zu finden, das bringt uns weiter. Gut, wunderbar. Also, hier noch aus dem Nähkästchen geplaudert, das VBS hat Empfehlungen bekommen zur Rüstungsbeschaffung. Die haben da eine Studie eines Beratungsunternehmens in Auftrag gegeben. Und eine der Rückmeldungen war genau das, was Philipp Tepper gesagt hat. Leute, fangt an, Fehlerkultur zu entwickeln. Diskutiert, was ist wo richtig gelaufen, was ist wo nicht so gut gelaufen, was lernen wir daraus. Und haltet die Leute nicht dazu an, ihre Projekte so zu verkaufen, wie wenn alles perfekt immer gelaufen wäre. Das ist in der Beschaffungspraxis nicht so, sondern macht die Führung so, dass die Kultur so ist, dass wir von den Dingen lernen, oder? Und das ist also auch die Rückmeldung ans Verteidigungsministerium für die Rüstungsbeschaffung. Und ich denke, das passt sehr gut, nicht nur zu dem, was Philipp Tepper uns gerade gesagt hat, sondern auch zu dem, was du uns gerade gesagt hast. Und jetzt möchte ich das Ganze natürlich aus der Sicht eines Beschaffers auch noch hören. Wir haben hier unter uns Bastian Lernhardt von den BLS. Die BLS ist ja gelegentlich auch in der Presse mit Beschaffungen. So gesehen haben wir da einen ganz praktischen Ansatz, um
betriebskulturelle Themen an den Boden zu bringen. Was ist Ihr Rezept, um vom rechtlichen Konzept zur sich dauernd entwickelnden Beschaffungspraxis zu kommen? Gute Frage. Man hört mich, es funktioniert. Wunderbar. Ja, tatsächlich, also hallo nochmal, danke, darf ich heute da sein, freut mich natürlich sehr. Die BLS war tatsächlich in der Vergangenheit mit einigen unangenehmen Themen in Schlagzeilen. Wird mal Zeit, dass die BLS dann vielleicht auch mit guten Themen im Bereich Nachhaltigkeit vielleicht dann punkten kann. Wie setzt die BLS das um? Also ich denke, Nachhaltigkeit ist keine Disziplin, die einer macht in der Firma, die nicht eine Abteilung ein bisschen vorantreibt, sondern es hat wirklich einen kulturellen Aspekt. Also es müssen wirklich alle machen, da müssen Prozesse dahinter sein. Das muss, ich bin kein Fan davon, dass immer von oben Entscheide kommen müssen. Aber tatsächlich in einer hierarchisch geführten Firma ist es sinnvoll, dass eine GL dann mal einen Zielplan, einen Marschplan vorgibt und das Ganze auch unterstützt. Nachhaltigkeit in einer großen Firma zu etablieren, kostet vielleicht am Anfang was. Zeit, Ressourcen, vielleicht kostet es auch noch in anderen Bereichen etwas, aber es muss auf jeden Fall einen kulturellen Aspekt haben und die Mitarbeiter, also wirklich jegliche Mitarbeiter müssen einbezogen werden. Es haben nicht manche Leute gute Ideen, sondern wirklich in der Breite. In der Breite liegt die Kraft und in der Breite kommen dann wirklich sogenannte, man nennt immer Quick Wins, also man hat viel, aber muss wenig einsetzen. Und da gibt es sehr viele Beispiele, ich könnte, ja, vielleicht nenne ich ein paar. Im Bahnbereich ist es immer mit Heavy Metal, alles was schwer ist, kostet Geld. Schienen wirft man nicht weg, man schleift sie. Man kann auch mit Predictive Maintenance, also wenn man ein bisschen in die Bauteile reinschaut und sich Mühe gibt, während der Lifecycle läuft und die Produkte gut wartet, kann man den Lifecycle auch verwenden. Und wenn man den Leuten zuhört, gibt es sehr viele Ideen und sehr viele Quick Wins, die dann wirklich schnell umsetzbar sind. Vielen Dank. Sind Sie da mit der SBB auch ein Austauscher? So aus dem Nähkästchen geplaudert, kann man sagen, dass Nachhaltigkeit für die SBB heute einfacher ist mit Herrn Ducrot, als sie vorher mit Herrn Mayer war. Sag ich mal so als Einstieg zum Thema. Und wenn ich den Nachhaltigkeitsdamen, das ist eine schlagkräftige Frauentruppe, die da am Werk ist, zuhöre, dann sind die sehr dynamisch unterwegs. Und tauschen Sie sich da aus oder benchmarken Sie sich? Oder was ist so Ihre Wahrnehmung von dem, sag ich mal, Transportsektor im weiteren Sinne? Es gibt einen Austausch in der Branche, auch über Branchenprogramme, wo beide Firmen drin sind, aber definitiv Luft nach oben. Die BLS und die SBB reden in sehr, sehr vielen Bereichen zusammen. Aber sehr oft in der Branche ist es einfach so, es bleibt beim Reden. Gemeinsame Projekte werden auch umgesetzt, aber es ist noch nicht die Regel. Und Sie haben die Führungskräfte in den Bereichen angesprochen. Auch Führung ist immer ein Thema. Aber beide CEOs, Herr Mayer, wie auch Herr Ducrot jetzt, oder auch bei der BLS, die CEOs oder auch der Neue, die Nachhaltigkeit steht immer ganz oben in der Agenda. Das wird bei allen Firmen auch gelebt und es wird auch intern so informiert, dass das die Ziele sind. Aber es wird immer bis zu einem gewissen Level gearbeitet und ab dann kommt es halt zur Umsetzung. Also die Agenda, die Roadmap ist schnell gemacht, aber dann ist die Umsetzung die Frage. Und da gibt es natürlich schon die ein oder anderen Stolpersteine und die ein oder anderen Hürden, die man vielleicht auf dem Weg dann noch überqueren darf. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann komme ich nochmal auf Tobias Welz. Das sind ja auch Geschichten in dieser Präsentation auch von heute. Da gibt es so ein paar Hard Facts, da werden Ergebnisse von Erhebungen aus Daten präsentiert. Aber bei den Empfehlungen geht es ja dann auch zum Teil ins Betriebskulturelle rein. Wenn Sie jetzt da quasi so ein Summary ziehen würden vom betriebskulturellen Teil von Ihren Ergebnissen, wie würde das jetzt aussehen für uns heruntergebrochen? Im Kernaussagen quasi. Ich würde die Kernaussagen insofern wirklich reduzieren wollen, einfach die Kenntnis der ZKs. Wie setzen sich die 100% der Bewertungspunkte zusammen? Ist da Nachhaltigkeit drin? Wenn sie drin ist, ist sie nur als allgemeiner Teil drin oder ist sie auch leistungsbezogen drin? Weil das ist schon ein sehr fundamentales Verständnis, wenn man das schon kennt und da ein entsprechendes ökonomisches Bewertungssystem unten drunter gelegt hat, dann ist da schon extrem viel möglich. Das okay, aber ist das für Sie ein Know-how-Problem, nachhaltige Beschaffung, oder ist es ein Betriebskulturproblem? Ich würde sagen, erstmal ist es ein Kulturproblem, da ja immer
so schön gesagt wird, mit dem Zuschlag hört das Ganze erstmal auf. Und die ganzen, ja, SIMAP hört mit dem Zuschlag auf, darum ist es auch für den Bund auch erstmal dann da gegessen, aber das Ganze mit Vertragserfüllungsklauseln, was es da eigentlich an Möglichkeiten gibt, wirklich zu schauen, wird das wirklich so geliefert, wie wir es uns eigentlich versprochen haben, dann ist es egal, was da eigentlich hinten dran steht an Nachhaltigkeit, aber das ist noch so offen und dann auch diese Begrifflichkeiten des Lifecycle-Costings, also die Lebenszykluskosten, ist immer sehr nett, aber es kommt nie in die Breite angesetzt, also es wird nicht wirklich geschaut, wie tief kommen wir wirklich mit den verschiedenen Zyklen auch hinten dran. Das Wichtige ist, wenn wir diesen Begriff des Circular Procurement hinten dran legen, dann müssen wir ja eigentlich schon wissen, wie kriegen wir es hin, ein entsprechendes Gerät zweimal zu cyclen, also zweimal im kompletten Nutzungszyklus zum Beispiel zu verwenden und es dann nachher ausscheiden zu lassen. Und die Entscheidung trifft nicht der Beschaffer, der das Ding kauft, sondern das wird schon oben und vorher gedacht. Und dafür brauchst du einfach diese Kultur, dafür brauchst du das ökonomische Verständnis, wie man das zu bewerten hat, wie ist das Maintenance, wie darf das oder wie muss das funktionieren, dass es dann auch wirklich zweimal drei Jahre ein Notebook verwendet werden kann und nicht nur einmal drei Jahre. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Und dann brauchen wir für das Ganze auch Führungsdaten, oder? Ich möchte gern von jeder Vergabe wissen, wie hoch ist der Preis gewichtet zum Beispiel. Das sind Dinge, da kann ich echt was draus lesen, wenn ich dann als oberster CEO zum Beispiel eines Bahnunternehmens wissen will, wie sind meine Leute unterwegs. Dann kann ich das nach Abteilungen aufschlüsseln, Benchmark und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Geschichte, aus dem Nationalfondsprojekt das sehen, was denken Sie, ist Monitoring ein Teil der Strategie nach vorne, die uns weiterbringt, quasi, dass der Bund merkt, ich muss eigentlich IntelliProcure selber machen? Das wäre, es wäre Anführungszeichen schlecht, wenn das selbst machen würde, aber natürlich ist es, es ist ja da, ne? Also man könnte es ja erstmal nutzen und gucken, vielleicht, wie kann man es dann anders noch, vielleicht noch besser nutzen, aber angesprochen aufs bestehende Beschaffungsmonitoring gibt es einfach das Problem, das Verständnis zu bekommen und eigentlich jetzt nicht krampfhaft Daten irgendwie neu generieren. Die Daten sind da. Es ist einfach nur das Mindset, dass man sie auch wirklich so auswertet mit dem, was eigentlich schon möglich ist. Und das Problem ist, dass das Mindset noch gar nicht da ist, was ich eigentlich aussetzen und rapportieren möchte. Da gibt es entsprechende, ich denke, da kann Ruth Freimuth entsprechend noch was zu sagen, da gibt es ja schon das Problem, dass eigentlich das Verständnis noch gar nicht da ist. Also da ist keine Freude, wie Philipp Tepper sagte, da um sowas kreieren zu wollen, sondern da stößt man eigentlich sehr, sehr stark auf Widerstände, um sowas überhaupt sinnhaft weiterentwickeln zu wollen. Ja, aber ich kann mich jetzt heute Morgen erinnern, ich habe ja gesagt, Monitoring ist ein Schlüsselfaktor und da hat die Bundesrätin genickt, weil mein Satz, der danach kam, das sind Führungsdaten, die sie braucht, um zu wissen, was in ihrem Betrieb abläuft. Das ist ja ein Argument, das nicht so sophisticated ist. Das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, warum das relevant ist. Die Relevanz ist total, für jeden, der führt, ist das total klar und er möchte es haben, aber sie brauchen jemanden, der ihn das dann auch rausholt aus den normalen Beschaffungsdaten. Und die Struktur und die Motivation ist momentan nicht da, dass man es auch wirklich tut. Also eigentlich hätten wir das Projekt hier hinten nicht machen können, wenn sich eigentlich jemand hinsetzt und das selbst hätte man, also wenn die Motivation da gewesen wäre, sei es auf welcher Ebene des Beschaffungssektors selbst, das kann ich mir selbst rausziehen. Ich kann ja schauen, und wir kennen dieses Mietkonzept ja auch schon was länger, das ist dieses Most Economic Advantage Tender. Also einfach, wie setzen sich die 100% zusammen? Eben nicht mehr, das Vorteilhafteste. Ja genau, nein, das ist nur der Name. Das ist ja schon die entsprechende, also der Qualitätswettbewerb ist ja da inhärent. Und das Ding heißt einfach nur so. Ja, aber das Wichtige ist einfach, wie kriegen wir es hin, diese 100% der ZKs, also wie groß ist der Teil versus wie groß sind die qualitativen Inputs und wie kriegen wir es hin, die Nachhaltigkeit da rauszuziehen. Wenn wir das schon als einfachen prozentualen Aufteilungsverhältnis darstellen könnten, wäre schon relativ viel gewonnen, um relativ viel schon auch im Sinne des Monitorings weiterentwickeln zu können. Ganz herzlichen Dank. Ihr Wort in Gottes Ohr. Sind Fragen aus dem Publikum an die Diskutantinnenrunde? Sehe keine erhobenen Hände. Darf ich eine
unbedingt. Ich würde in dem Zusammenhang ganz besonders interessieren, wie macht das die BLS? Weil ja, ich kenne die Hindernisse, die wir beim Bund haben. Es ist nicht nur fehlender Wille, ich möchte nicht jammern, aber es sind auch fehlende Kapazitäten im Sinne von, wann macht man das auch noch? Also ja, es sind einfach sehr viele Anforderungen da. Man darf auch nicht vergessen, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Und deswegen, ich würde liebend gerne lernen, wie macht ihr das, die doch ein bisschen mehr auch am Markt stehen als wir. So mehr, ihr habt ein bisschen Konkurrenz, das haben wir bei der Bundesverwaltung eigentlich nicht. Und ich denke, je mehr Konkurrenz man hat, desto eher möchte man eben auch genau solche Dinge optimieren. Also vielen Dank. Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Ebenen und wenn man es auf der Prozesskette anschaut, auch verschiedene Wirkungszeiträume. Und die BLS, was macht die BLS? Also man kann mal anfangen, wir haben vorher gehört, im strategischen Bereich ein bisschen arbeiten, schauen, wie ist man mit den Warengruppen aufgestellt, sind die Warengruppen vergleichbar international oder hat man eigene Warengruppen? Wenn man jetzt über einen gewissen Bereich redet, dann weiß das Ausland gar nicht, was man meint. Also man kann sich angleichen mit Warengruppen und dadurch über das Gleiche diskutieren. Man kann aber auch, bevor man in ZCAS einsteigt, und das macht die BLS auch, generelle Betriebsmodelle sich mal anschauen. Bevor man überhaupt definiert in die Tiefe, will ich kaufen, will ich es mieten, gehe ich in SaaS-Fees, auch Cloud-Geschichten im IT-Bereich bieten Möglichkeiten, nicht mehr kaufen, sondern Kapazität mieten. Geschertes Kapazitätsmodell, also sprich viele greifen auf eine Cloud zu, man braucht weniger Hardware, um alle Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Modelle kann man hinterfragen, mit denen man anfragen und arbeiten will und dann gesunden Menschenverstand noch einschalten, hilft auch noch. Wir haben Nattels gesehen, wenn man jetzt 2.000, 3.000 Mitarbeiter hat oder 10.000 manche Firmen und jeder Kollege wird mit dem Nattel ausgerüstet. 10.000 Nattel werden verschickt, kann man machen. Man kann die Mitarbeiter aber davor fragen, ob sie eins brauchen. Manche haben daheim schon eins, das kann man auch nutzen. Es gibt Modelle, dass man dann vielleicht nur 5.000 Nattel beschafft und die 5.000 eigenen mit einbezieht in das Betriebsnetz. Es gibt ganz viele Methoden, bevor man ganz tief eintaucht, einmal überlegen, kommt man auch schon zu guten Sachen. Ganz herzlichen Dank. Auch Ihr Wort in Gottes Ohr. Matthias Stürmer ist schon raus mit einem Zeichen. Wir sollen gelegentlich schauen, dass wir die Leute in die Kaffeepause kriegen. Und das machen wir jetzt auch. Ich bitte Sie um einen herzlichen Applaus. Und erkläre den Workshop für geschlossen.